Hallihallo und herzlich willkommen zu Java Featuring SQL. Ja, in den letzten paar Tagen habt ihr schon ein paar Videos zu SQL gekriegt. Und ja, jetzt habt ihr genug Grundkenntnisse, würde ich mal sagen, damit wir mit Java an unsere Datenbank ran können. Und was wir machen wollen, ist so ein kleines Datenhaltungsprogramm, was ihr dann natürlich auch durch eure Kommentare verbessern könnt. Also ihr könnt mir dann sagen, was ihr da gerne drin hättet. Und dann werde ich diese Funktionen dann versuchen, irgendwie da sinnvoll einzubauen. Was es nicht kriegen wird, ist eine grafische Oberfläche, weil da habe ich dann Swing-Tutorials dazu. Ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich will mich auf die Verarbeitung und die Haltung konzentrieren. Und falls ihr dazu Bock habt, da mehr zu sehen zu den GUIs, die dürft ihr selber schreiben, indem ihr euch dann einfach meine Swing-Videos anguckt und dann passt das. So. Ja, also was wir als erstes mal hier gemacht haben, beziehungsweise was ich gemacht habe, ich habe ein Projekt erstellt namens Datenhaltung und eine Main-Klasse mit einer Main-Methode. So, und jetzt brauchen wir Folgendes. Die Datenbank unserer Wahl wird HSQL sein. Link dazu gibt es natürlich in der Beschreibung. Und ja, hier dann einfach als allererstes mal, also ihr müsst die einfach erstmal entpacken. Und dann haben wir hier in unseren Properties von der Datenhaltung den Java Build Path, hier auf Libraries gehen und dann hier Add External Jar. Und bei mir liegt das ganze Ding auf dem Desktop, da navigiert ihr einfach rein. Das ist so ein Ordner namens HSQLDB. Und da einfach in die Lib reingehen und hier HSQLDB.jar importieren, beziehungsweise einfach hinzufügen. Und dann habt ihr die in der Referenced Library hier drüben stehen. Da könnt ihr dann theoretisch auch einfach reingucken und könnt schauen, was da so alles vorhanden ist. Falls ihr da Bock drauf habt, ich habe es gerade nicht so sehr. Ja, so, und was wir jetzt brauchen, denn ihr wollt sicher auch wissen, wie ich in diesen Datenbankmanager vom letzten Mal gekommen bin. Was wir machen müssen dazu, ist eine neue Run-Configuration. Jetzt erschreckt bitte nicht, bei mir sieht es furchtbar voll aus. Ich habe hier nämlich haufenweise Mains und keine Ahnung was. Ihr macht dann einfach hier oben auf Java Application Rechtsklick New. Und das ist bei mir die hier. Und dann steht hier einfach Projekt, das muss so heißen wie euer Projekt. Bei mir heißt es Datenhaltung, das ist der Name hier. Und die Main Class dürft ihr einfach mir hier durchsuchen. Und das ist die org.hsqldb.util.databaseutil und dann Database Manager Swing. So, ja, was genau das macht, seht ihr gleich. Es launcht und dann haben wir hier das hier. So, und das ist jetzt eure Datenbank. Und hier müsst ihr dann halt diese Settings alle einstellen. Recent Settings würde ich einfach mal benutzen. Setting Name ist völlig wurscht. Da könnt ihr Datenbank nehmen. Und ja, hier nehmt ihr am besten die Standalone. Dann braucht ihr hier allerdings noch den Pfad, den ihr da reinportieren wollt. Bei mir ist das ganz einfach der Pfad, wo die ganzen Tuts gespeichert sind, die ich hier gemacht habe, also die ganzen Tutorials. Ja, hier einfach mal rein. Und User steht hier standardmäßig SA drin, warum auch immer. Ich finde das nicht so cool. Nehmt ihr einfach Root oder sonst irgendwas, nennt euch von mir aus Morpheus, muhaha. Und hier habe ich jetzt als Passwort auch mal Root genommen. Da sollte man natürlich dann dementsprechend was Schwierigeres nehmen als Passwort. Was vor allem nicht so leicht zu knacken ist. Root. Naja. Okay, so, und jetzt machen wir hier OK. Und wir sehen hier aus den SQL-Videos, die Datenbanken sind erhalten geblieben. Nämlich hier die Customer-Sachen und hier die selbst erstellte Tabelle mit Rechnungen drin. Ja, hier die RID, Customer-ID, Beträge, Indizes. Die Indizes habe ich aber nicht erstellt. Die waren so drin. Okay. Ja, falls ihr da mal ein bisschen rumprobieren wollt, ich ziehe das gerade mal ein bisschen größer. Testen könnt ihr das folgendermaßen. Ihr macht einfach hier, geht auf Command und dann TestScript und dann Execute SQL und dann geht ihr hier auf Options, Insert Test Data. Okay, ja gut, bei mir gibt es das ganze Ding halt schon. Bei euch sollte da kein Fehler auftreten. Und dann könnt ihr hier einfach mal gerne probieren. Hier oben einfach diese Befehle eingeben. Also sowas wie Select
all from customers. Und falls ihr nicht wisst, wie ihr SQL schreiben sollt, schaut euch meine anderen Videos an. Und ich habe ein Problem, weil die Datenbank mit Customers ist korrupt. Sollte bei euch natürlich nicht der Fall sein. Ja, die Datenbank ist nicht korrupt. Ich bin nur zu blöd zum Tippen, beziehungsweise zu lesen. Ja, und dann steht hier einfach alles drin. Und hier haben wir den Herrn Nobody, den ich in den SQL-Tools tatsächlich auch selbst reingefügt habe. Ist alles noch vorhanden. Gut. Also wenn ihr das so gemacht habt, dann solltet ihr hier auch ein paar sehen, natürlich den Nobody nicht und den James Carson hier unten den auch nicht, aber bis 49 solltet ihr alle sehen. Gut, ja und nächstes Mal werden wir dann eben hier mit unserer mit unserem Java-Code auf diese HSQL-Datenbank verbinden. Das war jetzt erstmal das Setup und ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die weiteren Videos. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Liken, abonnieren nicht vergessen und kommentieren, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Bis dann, ciao, ciao.